Hallo zu einer neuen Folge Duke Nukem Forever. Ja, die letzten Tage lief einiges nicht ganz so gut. Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben. Auf Facebook und auch so bei unserem Account fehlen einige Videos. Das lag aber daran, das habe ich auch auf Facebook gepostet. Wir hatten jetzt am Wochenende wirklich keine Zeit. Ich mit Arbeit und Dennis mit anderen, sagen wir mal, freizeitlichen Dingen, die doch wichtiger sind als Let's Plays. Und deshalb kann das Wochenende etwas kurz, aber ich hoffe mal, die Woche können wir wieder voll neu starten. Und auch, ihr werdet gemerkt haben, die Folge kam etwas später, weil die habe ich gerade eben frisch aufgenommen und gerendert, weil, wie gesagt, auch ich habe sowas von null Zeit gehabt. Ja. Autsch, das war eine Mausefalle. Fuck off, Scheiße. Ja, und wie gesagt, schauen wir mal, wo es jetzt weitergeht. Die Folge hat heute zum Sonntag auf FL noch kommt, die ist wirklich. Halt die Schnauze. Die Folge ist wirklich sowas von taufrisch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Geht's weiter. So, hier auf FL schon mal nicht. Oder? Ah, doch, hier. Ja, komm mal hoch. Sehr schön. Lass die Dosen liegen. So, nur darüber jumpen bestimmt. Geronimo! Ja doch, das sieht eigentlich ganz logisch aus. Nuke Shrooms! Das ist keine Mushrooms, sondern Nuke Shrooms. Da, genau. Nein! Ach, du bist so dämlich. So. Neue Munition. Könnte ich eigentlich auch werfen? Nee, schade. Ist ja langweilig. So. Einmal konnte anlaufen. Nee, wieder neue Munition. Aber wir haben ja voll. Oh nein. Elektrizität. Hey, I'm trapped. You gotta find a way to turn off the electricity. Help me, please. Spring doch ins Wasser, kann doch nichts passieren. Rat. Du lebst. If I was alone in here and clapped, would anyone hear me? Nope. So, müssen wir gucken, wie und wo wir hier weiterkommen. Erstmal aufpassen wegen dem Mausefall. Elektrizität. Da drüben ist mein Muster errichtet. Die Dinger hier erstmal auslösen, damit nichts passiert. Wenn wir reinlaufen. Hier rüber über diesen Grill oder was das da ist. Ich sehe da nicht mal was. Alter, wie ich diese Stelle hasse. Ach, echt doch nicht. Pound of Hound. Yep, wir sind wohl eindeutig bei einem Chinesen gelandet. Warte ich mal. Aber. That captain is such a dreamboat. Und erstmal voll rein ins Wasser. So, das Spiel schon nochmal. Jetzt haben wir auch getroffen. Ja, ich kann es nur. What the f. Alles weg hier. Das sind die Deckel, die runterfallen, die Sonne da machen. Alles klar. Elektrizität. Einmal spülen. If he's smaller,
That means his brain is smaller. I wonder if his thoughts shrink too? So. Und Duke erstmal frisch gewaschen. Nee, Duke, so wollen wir nicht jetzt das ganze Müll hier. Checkpoint safe. Das erfreut uns natürlich wie so oft ungemein. So, weg mit den Dosen. Wie sollen wir jetzt hier rüberkommen? Irgendwas übersehen? Eigentlich nicht. Das wird doch nichts. Wieso bin ich da im Watch? Wow, all this water. I hope I don't have to pee before he can save me. Nein, wir müssen nicht darüber springen. Wir haben es geschafft, haben wir Geld. Ach, vielleicht hätten wir den Besen einfach mal umschmeißen sollen. Autsch, 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 autsch. Halt mal ganz ruhig da oben, ja? It's all in the reflexes. Wir hätten einfach nur den Scheißbesen umnehmen müssen. Naja, egal, jetzt haben wir es so gemacht. Irgendwie sind wir hier falsch. Autsch. Da hat's uns zu sehr geschockt. Ja, das haben wir auch schon mehr als genug mitgekriegt. So, jetzt sind wir wieder hier am Jackpoint. Ach, und jetzt liegt der Besen auf einmal. Ich habe ihn zwar nicht umgestoßen, aber egal. Haltet mal die Stelle. Alter, Schwatte. Alter, noch einer. Endlich mal Kohle. Das sind gleich zwei. Nutten. So. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, wir haben schon noch keinen Schalter gefunden, um einen Strom ausstellen können. Wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Ich wäre ja für da rüber. Weil das scheint für mich der einzig logische Weg darüber. Ja, der hat Ausleben hinter sich. Ja, doch, das ist doch sah recht logisch aus. Ach, doch mal die Backen. So.
Toast uns nach oben. Jo. Ja. Be careful, Duke. Ja, wir springen das mal unser Alten auf. Das ist bestimmt eine Fritteuse hier, oder? Das sieht doch wieder aus. So, du kannst Toren da, Kollege. I think the water's safe. Thank you so much. You're my hero. I'll get the door. Ja komm, hopp, mach hin, wir haben es eilig. Lass mich schon durch. Herzlichen Dank. Komm, gehen wir raus. So. Hi. Soweit, so in Ordnung. Ja. Was ist denn wieder? I wonder if he'd let me pick him up and pet him. Maybe I should ask first. Nein. Na, vielleicht sollten wir einfach mal durch das Gitter da. Das ist natürlich... So cute and small like that. I just want to cuddle him. Denk nicht mal drüber nach, irgendwas mit mir anzustellen. So. Der Duke Burger Part 3. Ja, geht doch. Das weiß man, dass wir mehr Rohrpumpen schweißen können, bevor wir die Pinkbomben machen lassen. Das wies mir doch alles. Jackenpunkt gesaved. Doch, komm, bis zum nächsten Checkpoint geht noch, würde ich sagen. Geht's noch weiter? Nee, doch nicht, schade. Versuch was wert. Jetzt sieht hier wieder Herz oder Liebstes. Oh, wir werden größer. Juhu. Hier noch irgendwas? Noch viele kaputte Kisten. Ja gut, dann ab nach oben. Dach. Yeah, more equipment means more ass kicking. Es kommt irgendwas Großes, ich weiß das. Time to bring the pain. Oh, hallo Duke. Passiert hier auch noch was? Duke, we've been trying to reach you. What the hell happened in there? Never mind. Drive your back. A lot happened while you were incommunicado. We'll be there to pick you up in 5 minutes. 5 Minuten? Oh, ich wusste doch noch irgendwas. Sie muss sich Schaden machen, wenn sie einen anspringt. Ego zurück. I wonder how many pork chops I can make out of you. Gibt's eigentlich irgendwo Muni? Nee. Ja, nichts sagen. Liebe auch was für. Ja, das sind schon mehrere Schuppen von hier. Shrink Ray?
Nein! Haha. You've got a lot of guts. Hübsch. Let's see what they look like. Hier war doch noch was. Das waren doch 12 Schiffe. Was das? Warte da! Hinten ein schlechtes Geld. Achso, der ist tot. Ganz ehrlich, ein bisschen Konzentration für den Part. Deshalb würde ich sagen, machen wir an dem Checkpoint Schluss für heute. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein!